Geboren bin ich in Wien und aufgewachsen in Greinau, dem Dorf am Fuße der Zugspitze. Ich bin zweisprachig erzogen worden und habe einen Teil meiner Familie in Frankreich, also ist das wie so eine zweite Heimat. Theater bedeutet mir sehr viel, auch schon mein ganzes Leben lang spielt es eine sehr große Rolle. Ich habe mit 6 Jahren angefangen, Theater zu spielen, in einer Kindertheatergruppe, dann in einer Laientheatergruppe und in der Schule und in Garmisch-Partenkirchen gibt es einen Kultursommer, da durften wir dann schon mitwirken mit professionellen Schauspielern. Und da habe ich dann auch erfahren, dass man das als Beruf richtig lernen kann und studieren. Weil ich war so mit 6 Jahren, ich werde Schauspielerin, das war mir sonnenklar. Aber dass man das auch so lernen kann, soll, war mir nicht so klar. Ich meine, ich habe ja schon die ganze Zeit gespielt und was soll ich jetzt da noch groß lernen? Ja, aber so ist ja der Weg. Und dann habe ich eben den Beruf auch richtig gelernt. Einmal in Paris habe ich studiert, Schauspiel, und danach noch in Berlin auf der Ernst Busch. Einmal auf Französisch, einmal auf Deutsch. Genau hier und ungefähr auch genau so saß ich, als ich das erste Mal in Magdeburg war, bei meinem Vorsprechen. Genau, besser gesagt vor meinem Vorsprechen. Mein Kommilitone sprach gerade vor, der war da hinten auf der Bühne, auf der großen, und ich hörte ihn nur laut schreien. Und ich saß hier und hatte mir was zu essen mitgebracht und aß noch so und guckte raus und sah diese schönen Hausfassaden und der Himmel, der auch sich so lichtete und blau wurde, das war auch schön. Und ich muss sagen, ich war zum ersten Mal, das war mein 7. Vorsprechen, war ich richtig entspannt und ganz, ich fühlte mich ruhig und bei mir und ich fand den Raum schön und die Atmosphäre im Theater. Und ich fühlte mich einfach wohl, ja. Und das geht mir jetzt auch noch so. Und das Vorsprechen war auch demnach ganz schön. Und so ist Magdeburg und das Theater Magdeburg jetzt meine erste Station. Ja, und ich freue mich. Ich freue mich, hier in Magdeburg mein erstes Engagement zu haben. Ich freue mich auf das Theater hier, auf das Magdeburger Publikum, auf meine Kollegen hier und auf das Leben in Magdeburg. Ja, voilà!